Das war so ein schöner königsblauer Samstag, so ungefähr bis 16 Uhr. Ja, die U17 hatte gewonnen, 2-0 gegen Duisburg. Die U19 danach 6-0 gegen den MSV. Und dann gewinnt auch noch die U23 4-1 in Wuppertal, Riesennummer. Und bis 16 Uhr hielt ja auch noch das 0-0 der Profis. Ja, und dann brach alles zusammen. Wir wollen drüber reden mit Rüdiger Bramczyk. Und heute als Gast freuen wir uns ganz besonders Miguel Pereira. Hallo. Hallo Miguel. Mitglied damals jahrelang der Schalker Jugend und dann auch des Profikaders, aber vor allen Dingen natürlich 95, 96, 96, 97. Ne? Also es hinging zum UEFA-Pokal, reden wir nachher drüber. Jetzt erstmal das Ärgernis von Leverkusen. Das wurde richtig deutlich hinterher. Ne? Abi, wie hast du das gesehen? Warum ist da nach einer halben Stunde das Ganze auseinandergeklappt? Ja, ich glaube einfach, dass wir zu schnell wieder die Tore reingekriegt haben und wir waren auch schlecht organisiert. Also ich habe vorher gesagt gehabt, in der letzten Sendung habe ich gesagt gehabt, dass wir außen unbedingt zumachen müssen. Wir müssen doppeln, wir müssen gucken, dass da keiner durchsticht. Auf der linken Seite ging es noch mit Brunner und Drexler. Auf der linken Seite von Leverkusen. Leverkusen, der linken Seite meine ich. Und auf der rechten Seite, da klappte das gar nicht mit den beiden. Und da waren die beiden auch meiner Ansicht nach in der Defensive zu schwach für. Und ich habe ja auch schon mal so einen Witz erzählt, dass ich gesagt habe, der Tanner hat mich mal ausgeschimpft, weil ich in Braunschweig nach hinten gekommen bin, weil ich einen Fehler gemacht habe und einen Elfmeter gemacht habe. Und so habe ich die beiden eigentlich ein bisschen gesehen. Ja, die sind sehr schnell. Vielleicht hat der Trainer sich dabei auch was gedacht, dass er gesagt hat, Mensch, du, die sind zwei schnelle Leute, die kann man vielleicht ablaufen, aber man kommt auch manchmal im Dribbling rein und da ist das große Problem, dass man dann verteidigen muss. Und wenn man keine Ahnung vom Verteidigen hat, auf Deutsch gesagt, dann kriegt man Probleme auf der Seite. Und es ist am Anfang sehr viel über die rechte Seite gelaufen, ist das zweite Tor auch so passiert. Also das war sicherlich vielleicht eine gute Idee, aber im Nachhinein sicherlich keine super Idee, sagen wir mal so. Ja, Miguel, du kamst ja auch von der Schnelligkeit her, aber Javi und Frimpong sind schon nochmal ganz besondere Pfeile. Ne? Haben andere auch Probleme mit, aber trotzdem sind ja nicht in jedem Spiel mit zwei, drei Toren unterwegs. Das heißt, irgendwie muss man das mit Doppeln lösen oder dass man zu dritt darüber schiebt oder wie würdest du das lösen? Also Leverkusen zurzeit hat auch ein bisschen Probleme, wie wir haben. Ja, die standen unter uns. Ja, wir müssen da nur bestehen. Also das ganze Spiel, aber nach 2-0 haben wir gesehen, hier war wirklich schon deutlich zu sehen, dass wir da kein Potnullen werden. Daher habe ich mir gedacht, müssen wir jetzt mal hinten stehen, gut stehen, nicht weitere bekommen und vielleicht einmachen und dann wird es heißer. Aber ging nicht, wie wir gesehen haben. Ja, das schnelle Gegentor dann zum 0-3 ne, in der 51. glaube ich. Da war natürlich endgültig alles vorbei und auch da war es viel zu einfach. Ne? Einmal die Schnelligkeit ausgenutzt, den Pass ins Zentrum. Der Mann zieht von rechts rein. Und gut, das war ja eigentlich so von der reinen Taktik, 4-2-4 zu spielen. Hätte ich auch wahrscheinlich gespielt, aber wie gesagt, ich hätte außen hätte ich besser zugemacht. Also da hätte ich schon einen Verteidiger eingesetzt, der immer Verteidiger ist, der sich da auch mit auskennt und nicht zwei Jungs, die nur schnell sind und wenig verteidigen können. Und das hat man auch sofort gemerkt, das haben auch die Leverkusener gemerkt, dass auf der Seite, dass man da schneller vorbeikommt und dass man da mehr Torschancen rausholen kann. Und meiner Ansicht nach auch das 2-0, wie man ja gesehen hat, überlaufen, was ich immer gesagt habe, die ganze Zeit überlaufen, wird überlaufen, Patsch 2-0 und dann wird schwer in Leverkusen. Dann muss man ja, wir haben ja sowieso nicht ganz aufgemacht, sondern wir wollten eigentlich nur mal stehen bleiben, wollten gucken, dass wir verteidigen, aber unsere Spitzen vorne, die haben ja glaube ich nicht einmal aufs Tor geschossen. Also das ist schon, dann muss man sich schon mal Gedanken machen, wenn man auswärts noch niemals einmal aufs Tor schießt oder nicht einmal vors Tor kommt, dann sehe ich das schon als Problem. Ja, die Statistik spricht von zwei Torschützen. Einer war ein Kopfball von Terodde und das andere Mal kriegt er so die Fußspitze nur dran. Also ne, nichts Gefährliches kann man auch übersehen. Ja. Ja, irgendwie muss es ja jetzt weitergehen und zwar schon am Freitag. Deshalb muss jetzt irgendwie der Kopf hoch. Was kann man da machen, Miguel, nach deiner Erfahrung, um so eine Mannschaft, du hast ja auch hinterher noch als Trainer
die eine oder andere Mannschaft trainiert. Was kann man da machen, um wieder den mehr Optimismus reinzubringen, die Hoffnung auf Besserung? Also diese Phase, wie gesagt, Hoffenheim hat auch eine Niederlage kassiert. Und daher kommen die auch ein bisschen, ob schlecht gelaunt, weiß ich nicht. Aber wir haben noch schlechtere Laune. Und daher müssen wir so gut stehen wie möglich. Ja? Und wir spielen ja zu Hause. Wir müssen ja die Musik auch, ne? Den Ton geben, diese Hinweise, wenn wir gewinnen wollen. Aber Abi, so psychologisch, was kann man da machen, wenn es in die neue Trainingswoche geht? Muss man da irgendwie den Hammer rausholen, damit alle den Ernst der Stunde erkennen? Oder haben die Jungs das wahrscheinlich schon selbst gemerkt, dass es so überhaupt nicht geht? Und muss man da irgendwie gucken, dass erstmal wieder gute Laune ist, möglichst oft den Ball ins Tor schießen? Oder was macht man da? Ja, man muss einfach trainieren und an sich glauben und gucken, dass man im Training so schnell wie möglich die Mannschaft findet, die dich am Samstag gegen Hoffenheim richtig bewährt, die auch Gas geben. Es nutzt nichts mehr, wenn wir jetzt anfangen, Fußball zu spielen, sondern wir müssen anfangen zu kämpfen. Und das vermisse ich zurzeit ein bisschen. Wir kämpfen nicht, wir ergeben uns so ein bisschen. Wenn wir einen reingekriegt haben, brechen wir sofort komplett ein. Und das ist eigentlich unverständlich. Ich meine, die Mannschaft hat ja vorher ganz gut gespielt in manchen Spielen und jetzt auf einmal haben die so eine Phase, wo sie sofort einbrechen und das muss so schnell wie möglich aus den Köpfen raus und dann müssen wir hier zu Hause, wir müssen aggressiver, wir müssen das Spiel gewinnen und wir wollen das Spiel, so muss das in der Mannschaft durchgehen. Wir wollen das Spiel gewinnen, egal wie. Wenn wir schlecht spielen, spielen wir schlecht, aber wir müssen das Spiel gewinnen. Und wir gehen immer hin und wollen dann anfangen, Fußball zu spielen, ja, und dann im Nachhinein erst anfangen zu kämpfen. Das ist zu spät. Wobei das mit dem Zusammenbrechen jetzt der Fall war, aber nicht im Heimspiel vorher, wo wir auch 0-2 hinten liegen und trotzdem wiederkommen. Mit der Arena im Hintergrund, ist das ein Faktor, wo die Fans der Mannschaft helfen können? Aber das muss natürlich auch in der ersten Minute auf dem Rasen brennen, ne, damit die Fans sehen, es lohnt sich anzufeuern. Natürlich, das ist ja, wir sind Hausherren. Am Freitag wird es auch etwas brenzlig sein, aber wir müssen Fußball zu spielen, wie der Abi sagte, müssen wir noch nicht. Erstmal kämpfen, da rauszukommen. Was sagst du, hättest du auch mal gerne hier gespielt, in einem richtigen Spiel um Punkte, wo es um was geht? Ich meine, Parkstadion, wenn da 70.000 drin waren, war natürlich auch nicht schlecht, ne? Schon, ja, sehr gerne sogar. Ja, wenn du dich erinnerst an die schönsten Zeiten, Parkstadion, du hast hinterher auch noch für St. Pauli zweite Liga gespielt, du warst noch bei 1860 München in der zweiten Mannschaft, also mit anderen Traditionsvereinen auch große Erfahrungen gemacht. Was war dein Highlight an Spiel? Also ich habe viele Spiele gemacht, auch wo ich dann halt mit gefahren bin, aber ich war immer dabei. Sobald ich dann halt aufgestellt worden bin, habe ich mir, also was ich konnte, so abgerufen, um die Mannschaft zu helfen. Ich hoffe auch, hier auf Schalke geht das so, halt wird nicht gesehen, wer und wo spielt, sondern wenn ich auf dem Platz bin. Ja, meine Aufgabe ist halt, die Mannschaft zu helfen, ist egal in welcher Hinsicht. Ja. Und das ist also, wie gesagt, von meinen Sachen, die ich gelernt habe. Ja, du warst in der A-Jugend, ne? Und bist dann mit 18, hast du dein erstes Bundesligaspiel gehabt, bist eingewechselt worden. Dann mit 19 das nächste, ne, du hast relativ wenig Einsätze bei Schalke, ich glaube 16 Bundesligaspiele über 5 Saisons verteilt. Ne? Einmal hast du 7 Spiele gehabt in der Saison, da hatte man vielleicht das Gefühl, jetzt ist er nah dran, das war jetzt in der Saison nach dem UEFA-Cup-Sieg, aber beim UEFA-Cup-Sieg, du bist auf allen Fotos drauf aus Mailand, ne, im schicken Anzug damals, ja, im Ausgehanzug, hast aber keinen Einsatz gehabt, ne, bei den UEFA Cup spielen, erst in der Saison drauf. Ne, auch davor, wo wir den Pokal geholt haben, da hatte ich auch schon hier im Parkstadion gegen Teneriffa mein erstes Spiel, ja, wo ich da reinkam und dann auch gegen Valencia. Ja, das waren meine beiden ersten Spiele. Also wie gesagt, es hat mir auch Spaß, ich habe mich in der Mannschaft angefügt, ja, und wie gesagt, Spaß darauf hatte ich auch zu spielen, aber leider die Leute, ja, Trainer, man stellt die Mannschaft auf, ja, man gibt nur Gas, wie es geht im Training, um darauf vielleicht am Wochenende mitzuspielen. Aber wenn leider nicht geht, dann muss man drauf schauen und weiterhin Gas geben. Und da habe ich auch getan, ja, jahrelang. Und irgendwie habe ich gesehen, irgendwie muss ich mal von Anfang an spielen. Ja, und habe ich mich dann entschieden zu wechseln.
Ja, dann ging es zu St. Pauli mit den St. Pauli-Legenden, Holger Stanislavski, ne? Da war Ivan Klasnic dabei, Zlatan Bajramovic, der hinterher auch auf Schalke gespielt hat. Also hast du schon einige kennengelernt. Ja, ja, ja. Da war auch gute Erfahrung. Hat mir sehr, 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 ne, Spaß gemacht. Ja, die Erfahrung habe ich jetzt gesammelt, wo ich dann sage, okay, gut, bis jetzt. Ja, viele Verletzungen auch folgen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, langsam muss ich mal schon ein bisschen, ne, auf die Bremse treten und ein bisschen zur Ruhe kommen. Ja. Aber du bist ja bei uns Stammspieler bei den alten Herren in der Traditionsmannschaft und das ist ja auch toll, oder nicht? Wenn wir spielen und, Miguel gibt immer Gas, das muss ich sagen, er läuft viel, er macht gut, er ist ein sehr angenehmer Typ und deswegen spielt er auch bei uns und ich habe den also nie irgendwie stehen sehen, dass er sich aufgibt oder sonst irgendwas, sogar jetzt bist du ja auch schon ein bisschen älter geworden und ja, der gibt immer noch Gas und das finde ich toll. So alt ist er auch nicht. Er spielt wie ein 35-Jähriger und ist, und ist 45, glaube ich. Ne? Ob er wahrscheinlich jetzt 20 ist, Miguel. Ja. Ja. Vielleicht können wir mit dem Pass machen, dass du hier nochmal spielst. Ja. Offensivspieler, ne? So wie du einer warst früher. Öfter auch über die rechte Seite, aber nicht nur. Ja, Abi, wenn wir jetzt auf die nächste Gelegenheit gucken, den Freitagabend gegen Hoffenheim, wir haben schon erste Sachen gesagt dazu. Die Stimmung muss dann wieder so sein, dass wir wieder dahin finden, ne? Alle zusammen. Sonst geht's alle nicht, wenn wir da abwarten. Und vor allen Dingen, Breitenreiter kommt hier hin. Also der wird, der kennt zum größten Teil unseren Verein und der weiß, wie der Verein, sag ich mal, klingelt in dem Sinne. Und ich glaube, dass der hier gerne gewinnen möchte, das ist ganz klar. Und deswegen müssen wir aufpassen. Die haben also auch keine schlechte Mannschaft, auch wenn sie gegen Bremen jetzt verloren haben. Die Bremer haben die richtig schön ausgekontert. Die haben auch ein paar gute Jungs. Und dann war, glaube ich, zum Schluss noch der Elfmeter. Also Bremen hat für mich, ist sehr überraschend, dass die da oben so auf einmal so viele Punkte schon haben. Wo ich gesagt habe, das ist ja jetzt auch keine Truppe, wo du Angst vor haben musst. Und unsere tun sich so schwer zurzeit. Das ist für mich, ich weiß es nicht, an was es liegt. Ich bin nicht beim Training, ich sehe die Spieler nicht. Ich kann das nicht so richtig beurteilen. Ich kann es nur beurteilen zum Spiel, meine Meinung sagen. Aber ich meine einfach, entweder müssen die mehr trainieren oder irgendwas müssen die machen, dass hier wieder so ein Knack reinkommt und dass wir dann wieder Gas geben. Also an irgendwas wird es liegen. Ich weiß es nicht. Wir haben genug Leute, die Erfahrung haben da unten auf der Bank. Und ja, dann, ich habe ja schon letztes Mal gesagt, vielleicht müssen die wirklich mal die Köpfe zusammenstecken und sagen, Jungs, wir sitzen ja alle in einem Boot, jetzt sagt mal alle eure Meinung. Und das meine ich immer, ist am besten. Wenn jeder seine Meinung sagt, dann kommt auch meistens was bei rum. Also wenn einer alleine immer alles entscheidet und wenn es in die Hose geht, na gut, dann ziehen die anderen sich alle zurück. So müssen die anderen mit in den Boot rein und das finde ich ganz wichtig. Ich weiß aber auch nicht, ob er das macht, Kramer, ob er das nicht schon macht. Aber ich weiß nicht, also wir werden statt besser immer schlechter. Und das irritiert mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auswärts jetzt, ne? Zu Hause jetzt bei dem Spiel Augsburg war das okay gewesen. 2-0 Rückstand, 2-2, aber unkonzentriert nachher und dann bekommst du noch ein Tor rein. Aber da holst du vielleicht einen Punkt und da lässt du einen Punkt und im Endeffekt fehlen dir auf einmal 2, 3, 4 Punkte, die du dir aber locker erkämpfen konntest, wenn du ohne Schienen gespielt hättest. Ich finde, verlieren ist das Schlimmste, was dir passieren kann zu Hause. Dann lieber ohne Schienen. Ja, ich war am Samstag zum ersten Mal seit 32 Jahren wieder beim Bundesligaspiel von Schalke 04 im Block, ne, bei den Fans, wo ich früher als Fan auch immer war. Sonst immer auf der Pressetribüne, weil ich arbeiten musste, diesmal nicht. Dann bin ich dahin. Ich muss sagen, die Sicht von der Pressetribüne ist schöner, aber deshalb sah das Spiel trotzdem nicht besser aus. Und die Fans reden viel über diese Nummer mit den zwei Stürmern da vorne, die offensichtlich dazu führt, wie es ja gegen Augsburg auch schon war, dass immer nur lang nach vorne gebolzt wird und dann wird geguckt, können wir den ablegen auf einen, ne, auf Drexler oder Bülter und geht dann was. Glaubst du, das ist die richtige Herangehensweise? Ist das, oder kann man das spielen, aber muss mehr Variation reinbringen?
Hat sich schon gut gedacht von Trainer, wenn der diese Aufstellung zusammentut. Das heißt, die Leute, die hinter die Spitzen, sobald der Ball lange geschlagen worden ist, müssen auch diejenigen, die dahinter stehen, auch schon vorrücken, bevor ist der Ball geschlagen worden. Das heißt, dieses Augen-per-Augen-Kontakt muss ja schon funktionieren, um diese Version dann wirklich irgendwie kapital zu schlagen. Da müssen natürlich auch die beiden Sechser noch mit hoch. Ne? Insgesamt muss alles sich hochschieben, damit da mehr Leute sind, um diese Abpraller, diese Rückkopfballablagen ja, das ist ja, zu bekommen. Das ist ja das Spiel. Also wenn er so spielen lassen will mit den beiden, wo ich persönlich würde das zu Hause so spielen, auswärts käme das für mich nicht in Frage. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich dann mit zwei Spitzen, die sich gleich ähneln, nicht gut. Und da würde ich sicherlich was anderes machen, da würde ich vielleicht nur mit einer Spitze spielen und gucken, dass ich das Mittelfeld dadurch ein bisschen dichter mache, dass man da nicht so schnell durchkommt. Aber zu Hause kann man das sicherlich mal machen, das war ja auch nicht so schlecht hier gegen Augsburg. Aber wie gesagt, dann brauchst du natürlich Leute, die flanken und die außen durchgehen. Und das ist das große Problem, was wir in unserer Mannschaft haben. Wir haben keine Leute, die außen vorbeigehen oder überlaufen und dann vernünftige Flanken reinzuschlagen für diese zwei großen Jungs und die sicherlich auch köpfen können, wenn die Bälle reinkommen. Aber es kommt nichts rein. Und wenn nur drei Bälle reinkommen, kann man nicht verlangen, dass davor drei Tore durchpassieren. Ja, bei den Hoffenheimern ist Ozan Kabak und er möchte da auch gerne jeden Kopfball haben und kriegt auch ein paar. Ja, der wird sich auf uns freuen hier, da bin ich fest von überzeugt. Wir werden es sehen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Miguel, dass du unser Gast warst. Danke, Miguel. Gerne. Prima. Und Abi, mal gucken. Ne? Dann beim nächsten Mal haben wir... Ärmel hoch und Gas geben. Mehr kann ich nicht sagen. Dann zwischen Hoffenheim. Ne? Dann ist nach Hoffenheim, ist vor Hoffenheim, weil am Dienstag ja schon das Pokalspiel ist. Also, dann werden wir sehen, welche Lehren wir aus dem Bundesligaspiel ziehen. Bis dahin, tschüss und Glück auf. Glück auf.